Wir haben einen Plan und halten uns dran. Zwei Monate nach Saisonbeginn kann Parker Schnabel nicht den erhofften Erfolg vorweisen. Er hat 2,5 Millionen Dollar in die Erschließung des Matschbergs gesteckt, von dem er sich eine Ausbeute von 8.000 Unzen erhofft. In seiner Wochenbilanz liegt er jedoch 900 Unzen hinter dem Ergebnis vom letzten Jahr zurück. Zum Glück sind seine Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft. Unsere Saison wird erst erfolgreich, wenn beide Waschanlagen in Betrieb sind. Slucifer wurde gerade auf den Claim von Ken und Stuart gesetzt. Das ist gut. Sie arbeitet, verdient uns Geld und leistet ihren Anteil. Nun müssen wir noch Big Red auf der Flugpiste starten. Und dann können wir endlich Gewinn machen. Big Red ist umgezogen und wir bauen alles an. Wie steht's mit Wasser? Bis Lucifer ist es zu weit. Dieselbe Quelle? Wir haben nicht genug Leitung von dort bis zu Big Red. Ich dachte, wir machen aus den Zonen 1 und 2 ein Becken. Wir fluten das Gebiet. Und wie geht das am besten? Wir haben uns die ganze Zeit bemüht, die Zonen trocken zu halten. Da war ja ein Damm eingerissen. Was, wenn wir da durchgraben? Oder fließt das sowieso von selbst rein? Wir hatten da nur eine Notlösung. Der Damm hält kaum. Wenn wir nachhelfen, fließt es schnell. Das scheint der beste Weg zu sein. Du stehst unter Zeitdruck, weil Big Red auf dem Matschberg erwartet wird. Das wird bald der Fall sein. Und du musst noch 1500 Unzen in der Flugpiste rausholen, bevor du mit der Anlage umziehst. Mitch will das Wasser aus Lucifers altem Teich nutzen, das den brüchigen Damm ohnehin bereits unterspült. Er wird die geflickte Stelle aufreißen, sodass das Wasser schnell in den leergeschürften Abschnitt rinnt und ein Zuführteich für Big Red entsteht. Bei Saisonbeginn lief Wasser aus dem Teich in den Abschnitt. Jetzt baggern wir das reingestopfte Material wieder raus. Beim Überfluten des Abschnitts soll Tyson mithelfen. Im Frühling haben wir hier Boden abgetragen und dabei einen alten Teich angegraben. Ich versuche, die alte Stelle zu treffen. Wir wollen, dass es ordentlich fließt. Als ich damals reingestochen hatte, strömte es wie ein Fluss. Here she flows. That's more like it. That's what we're... So soll's sein. Hey Mitch, you got a copy, Mitch? Ich arbeite an der Anlage weiter. Come on, baby. There we go. Oh yeah. Wir haben Wasser. Der Teich wird gefüllt, Pumpe und Generator laufen und wenn ich den Schalter umlege, bewegt sich das Band. In einer Sekunde geht's los. Strom ist an, das Band läuft. Big Red lebt. Big Red is coming to life. All right, here we go. Die erste Fuhre für Big Red dieses Jahr. Let's do this, let's get that gold. Darauf haben wir gewartet. Hier kommt das Material.
9 Wochen nach Saisonbeginn sind endlich beide Waschanlagen in Betrieb. Am Scribner Creek trifft Ken Tatlow zum Goldwiegen ein. Es gibt das erste Gold aus dem Abschnitt, den er an Parker verpachtet hat. So, how you been? Good, good. Tyson Lee betreibt die Anlage Lucifer. Hey, Tyson. Hey, T-Bird, how you doing, buddy? Pretty good, you doing it? Good, good. Auch Vorarbeiter Mitch Blaschke kommt dazu. What's happening? Hey, Mitch. Hey, Mitchell. Big Reds Ausbeute wird ebenfalls gewogen. Den Umzug von Big Red habt ihr toll gemeistert. Mitch, du und Brennan, ihr wart mit euren Baggern ein eingespieltes Team. Aber Tyson, du hast es auch toll gemacht. Danke. Unser erster Cleanout auf deinem Boden, Ken. Spannend. Hab lange kein Gold gesehen. 40 Jahre. Parker lag Anfang der Woche um 900 Unzen zurück gegenüber dem letzten Jahr. Das ist Lucifer. Um mit dem letzten Jahr mitzuhalten, müssten beide Anlagen je 235 Unzen einbringen. Zähl mit, ich schütte es aus. Langsam. 208,75. Nicht schlecht. 40 Stunden? Nein. Da war mehr nötig. Häng eine Null dran. Wahrscheinlich. Was erhoffen wir uns vom dritten Abschnitt? 1500 Unzen? Die brauchen wir, um mit Lucifer mitzuhalten. Mal sehen. 20, 40, 50, 80, 100. Die Ausbeute von Big Red. 150, 180, 200, 220, 240. Keep her going. 250. That's all I got. 260. 263,8. Im Wert von rund $475,000. Big Red hat Parker wieder auf Kurs gebracht. Schön, dass Big Red funktioniert. Das plus Lucifers Gold ergibt eine gute Woche. In der Tat. Wir haben heute 472,55 Unzen.